Und zwar begrüße ich ganz herzlich Frau Münster-Domke. Herzlich Hallo, guten willkommen. Morgen. Genau. Frau Münster-Domke stelle ich ganz vor. Die hat schon als Kind sozusagen hier im Raum Saarbrücken gewirkt im Bereich Theater. Und zwar im Theater Überzwerg. Das dürfte den meisten Kollegen im Grundschulbereich bekannt sein und hat dort selbst mitgespielt, hat dann die Schauspielschule in Mainz besucht, abgeschlossen 2001 und dann im Anschluss an verschiedenen Theatern eben performt, unter anderem, ich gucke gerade auf meine Liste, weil es doch einige Theater waren, das Staatstheater Mainz, das Theater Bamberg, die Schule in Mainz, Theater Überzwerg, also nochmal Retoure sozusagen, und das Konradhaus in Koblenz. Ja, mittlerweile arbeitet sie überwiegend an unterschiedlichen Schulen, auch unterschiedlichen Schulformen, auch Kindergärten, gibt Workshops, erstellt Projekte. Macht auch was im Bereich, was mich besonders freut, weil ich selbst hier zuständig bin im LPM für die Fortbildung im Bereich Französisch Grundschule. Freut mich das besonders, dass sie auch was im deutsch-französischen Bereich macht. Ja, vielleicht können Sie selbst noch kurz was ergänzen und ansonsten übergebe ich, damit wir nichts verpassen. Vielen Dank. Also eigentlich wurde ja schon fast alles gesagt, was zu sagen wäre. Das stimmt, also Deutsch-Französisch bzw. Fremdsprachen im Allgemeinen können natürlich auch theatral aufgearbeitet werden. Und da gab es auch ein paar Fortbildungen, glaube ich, auch am LPM. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt nicht so sehr mit diesen technischen Problemen zu kämpfen haben wie vorhin und dass man mich gut sieht und gut hört. Und wünsche uns ein, zwei vergnügliche Stunden. Das wird sehr praktisch, das kann ich direkt sagen. Also wenn man jetzt sehr nah an einem Tisch, dass man sich unter Umständen bewegen kann, weil das werden wir gleich tun. Und ich gehe heute ein, vor allem auf Gestik, Mimik, Körperhaltung, wie das Ganze die innere Haltung als auch den Ausdruck nach außen ein Stück weit beeinflusst. Und wir werden zwei Gruppensequenzen haben und versuchen, dort Breakout-Rooms zu erstellen, wenn es denn funktioniert. Durchgespielt haben oder ausprobiert haben, vielleicht dann auch mal ein bisschen zu vertiefen. Genau. So. Und ich bin jetzt ein bisschen zittrig nach dem ganzen Koffein, das ich mir zugeführt habe. Deswegen würde ich, auch wenn alle so bereit wären, gleich starten. Es ist, glaube ich, so, dass die erste Viertelstunde aufgenommen wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sozusagen das Intro. Ist das richtig, Frau Nottebrock? Ja, so war es geplant, genau. Okay. Also falls man dann möchte, irgendwie namentlich oder sonst wie zu erscheinen, dann glaube ich, ging es darum, dass man sich da nicht zu Wort meldet oder so. Wenn ich das richtig. Genau. Okay, so, da wir ja unseren Körper benutzen, müssen wir den natürlich auch ein bisschen aktivieren. Jetzt aufstehen und wünsche mir oder würde mich freuen, wenn Sie das täten. Also am besten mal den Stuhl zur Seite schieben. Und wir stellen uns gerade hin. Ich versuche das mit der Kamera ein bisschen zu kriegen. Und starten damit, unseren Körper wach zu machen. Also wir haben in der Vorstellung quasi, dass wir Regentropfen auf uns niederprasseln lassen, nehmen dafür die Finger und werden erstmal über diese Regentropfen, über den Hals, die Brust, die Arme, den Bauch, dann natürlich über die Beine. Dann hinten die Beine wieder nach oben, über den Rücken, über die Arme, über den Hals, das Gesicht und den Kopf versuchen, uns ein wenig wach zu machen. Doch dieser Regen, der verstärkt sich. Also das heißt, wir nehmen nun die flache Hand, werden erst unseren Kopf ein wenig abklopfen, die Arme.
Brust, Beine vorne, hinten, den Bauch, die Arme, den Hals, das Gesicht und den Kopf. Natürlich so, dass man sich nicht selber irgendwie verletzt, ist logisch. Und dieser Regen verstärkt sich noch, das heißt mittlerweile ist es ein richtiger Hagelschauer, könnte man sagen. Wir nehmen also eine leichte Faust, beginnen wieder am Kopf, bitte sich nicht selbst ausnocken, über das Gesicht, die Arme, den Bauch, ruhig kräftig zuschlagen, aber die Beine, hintenrum, Rücken, Seite, Arme, Brust, Hals und Kopf. Und damit wir vielleicht hier irgendwelche Verschleimungen lösen, unterstützen wir das mit einem Ton. Mit einem das ist sozusagen der Don. Und das Ganze endet mit einem die wir auf einem in die Gegend schleudern. So, jetzt sind wir so ein bisschen wacher, hoffe ich zumindest. Und wir werden jetzt unseren Körper noch ein bisschen mehr aktivieren. Es gibt da so einen Schüttel-Rap, nennt sich das, manche kennen den vielleicht. Und da gibt es einen kleinen Spruch zu. Hey Leute, ihr seid richtig nett, drum macht mit mir den Schüttel-Rap. Das ist der Start. Dann wird Folgendes passieren. Wir werden erst die Arme in die Luft, nach unten, nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links bewegen. Das zweimal. Dann folgt eine ähnliche Aktion, aber das Ganze mit Klatschen. Das heißt, wir werden in die Luft klatschen, nach unten, nach vorne, hinten und zu den Seiten jeweils. Ja. Und wir starten. Ich würde sagen, es sind alle bereit. Hey Leute, ihr seid richtig nett, drum macht mit mir den Schüttel-Rap. Und oben schüttel, 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 schüttel. Und unten schüttel, 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 schüttel. Und vorne schüttel, 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 schüttel. Und hinten schüttel, 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 schüttel. Und rechts schüttel, 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 schüttel. Und links schüttel, 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 schüttel. Hey du bist ein cooler Typ, drum mach doch einfach mit. Und alle zusammen. Oh, schüttel, 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 und vorne schüttel, 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 und hinten schüttel, 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 und rechts schüttel, 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 und links schüttel, 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 schüttel. Hey Leute, ihr seid richtig nett und macht mit mir den Abklatsch-Rap. Achtung. Und oben klatschen, 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 klatschen. Und unten klatschen, klatschen. Und vorne klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Und hinten klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Und rechts klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Und rechts klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Hey, du bist ein cooler Typ. Und mach doch einfach mit. Jetzt nochmal. Und bumm, klatschen, 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 klatschen. Und unten klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Und vorne klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Und hinten klatschen, klatschen. Rechts klatschen, klatschen. Klatschen, klatschen, klatschen. Links klatschen, 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 klatschen. Puh. So, ich denke, jetzt sind wir so ein bisschen wach. Ein bisschen außer Atem, bin ich zumindest gerade, weil es hier drin so warm ist. Und ich würde ganz gerne noch eine Übung vorstellen, die auch so ein bisschen aktiviert. Von wegen Sprache kann man da auch sehr gut mit einbeziehen, einbauen. Das nennt sich Go Banana. Das kann man, also ich mache es auf Englisch, geht aber auch auf Deutsch, Französisch, in allen Sprachen. Und normalerweise bilden wir einen Kreis mit den Teilnehmern. Der Anleiter gibt vor. Die Teilnehmer machen das Ganze nach. Das erste ein bisschen reduziert, das zweite ein bisschen größer. Wir haben immer eine Bewegung und einen Mini-Spruch sozusagen. Und dieses Go Banana, ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Ich starte mal mit Go Banana, weil es auch so heißt.
Und ich würde jetzt bitten, ich mache es einmal vor und alle zu Hause versuchen, das ein bisschen nachzumachen. Das wäre schön. Also wenn ich jetzt Go Banana sage, dann würde ich gehen. Ne? Wenn ich sage Rap, würde ich greifen. Ne? Also das meine ich mit Bewegung. Okay, dann vertraue ich auf euch zu Hause, dass ihr Go Banana Go, Go Banana. Jetzt seid ihr dran. Go Banana Go, Go Banana. Jetzt überhöhen wir das Ganze. Go Banana Go, Go Banana. Go Banana Go, Go Banana. Rap Banana, Rap, Rap Banana. Smell banana. Mesh banana. Das ist natürlich frei wählbar, was man denn da alles sieht. Ich hoffe, es ist ein bisschen aufgewärmt und es kamen alle mit.